Hi zusammen. Willkommen. Wir sind wieder im Hausflipper Luxus DLC Auftrag. Und ich war eben schon mal kurz hier. Hab hier den Rand gestrichen. Und hab hier drauf gedrückt. Und ja, da wurden ein paar Sachen erzählt, die ich so schnell irgendwie nicht lesen konnte. Es war eine Katastrophe. Ich werde euch einfach mal das Bild jetzt einblenden. Mit dem Moodboard. Das sind so die Inspirationssachen. Und ja, wir drücken da jetzt mal drauf. Hier sehen wir es nochmal. Und wir können uns jetzt hier was aussuchen. Oh. Okay, man kann draufklicken. Wir dachten an einen Innenraum mit einem Hauch von Industrie, aber trotzdem warm und einladend. Wir hätten hier sehr gerne ein großes, gemütliches Sofa, um nach der Arbeit zu entspannen. Ja, ja, schwarze Möbel, vielleicht ein bisschen braun drin. Grün, Creme. Ach, man kann es nochmal vergrößern. Okay. Also die Steinwand passt auf jeden Fall. Ich denke mal, wir lassen die dann auch. Mhm. Interessant. Da würde ja fast das hier ganz gut passen. Obwohl bei dem dort ist der Boden recht hell. Schauen wir den hier, oder? Sehr elegant. Der ist auch nicht übel. Also ich lege mich mal jetzt noch nicht fest. Wir gehen erstmal oben noch ein bisschen putzen. Aber ich tendiere zu diesem oder zu diesem. Ja, irgendwie schon. Okay. Und ich habe die Lampen verkauft. Da stand nämlich, man soll die verkaufen. Wo sind denn jetzt hier die neuen? Hier davon eine. Wandlampe. Loftos. Mhm. In Gold. Ja, Creme können wir ja nehmen. Schwarz und Holz, ne? Vielleicht auch ein Hauch Weiß. Das ist schon eine coole Lampe, glaube ich. Die ist bestimmt für hier. Ich setze sie einfach dahin und denke, das ist richtig so. Natürlich, na klar. Mhm. Alles klar, wir gucken mal. Hier ist noch eine Bodenlampe. Und die hier. Auch in Creme, bitte. Hier, ich glaube, die andere Richtung. Obwohl, nee, da kommen zwei in die. Irgendwie so. Was ist los, Lassie? Lana. Du kriegst einen Doppelnamen. Lassie Lana. Hm. Ja, ich glaube, die hängt dort nicht mittig. Ich wollte schon sagen, ganz gut, aber ich glaube, das wäre gelogen. So, eine Bodenlampe. Die bitte in L. Creme. Oh ja, guck mal. Vielleicht hier oder... Ich stelle sie einfach mal jetzt hier hin noch. Also die sind echt schick. Mir gefallen die. Und hier habe ich noch einen Dreckfleck gesehen. Und auf der Map sieht man auch noch was. Ah, hier. Ich sehe schon. Okay. Und hier war irgendwas, oder? Nee. Hm, irgendwo war da noch was. Auf der Map sehe ich nichts. Okay. Auf jeden Fall haben wir schon mal Licht hier. Ja, gefällt mir die Anordnung. Wir stolpern fast schon die Treppe hoch. Das kommt weg. Das sieht schon witzig aus. Oh. Schön. So. Ach, ich habe das Licht ausgemacht. Nee, das wollte ich nicht. So. Weg damit. Weg damit. Und hier die auch noch.
Und ja, Leute, es wurde wirklich gesagt hier, dass es eine Druckerei ist. Ich habe es nur verpeilt. Ich habe es vorgelesen und, ja, okay, wieder vergessen. Das ist ein ganz besonderer Trick von mir. Könnt ihr den auch? Okay, so. Oh, hier ist noch ganz viel Schmuddel. Ich glaube, da brauchen wir noch ein Gerüst, ne? Ist ja ganz schön gefährlich hier, die Ecke. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir da jetzt die Fenster machen. 9 Meter, 7 Meter. Ein ganz normales Gerüst. Das soll ein normales sein? Das ist ein bisschen zu hoch. Habe ich das falsche ausgewählt? Ah, das ist kleiner. Ja, sehr gut. Das muss im Budget mit drin sein, sonst bricht man sich doch den Hals her. Huch. Ich dachte gerade, ich fall runter. So, es staubt etwas. Sehr schön. Ich sehe nichts mehr. Schrubbi die Schrub. Hui. Kopf über. Locker. Das geht locker. Und die Musik ist wieder so toll. Ich glaube, beim letzten Video, also bei der letzten Aufnahme, war es ein bisschen sehr gediegene, langweilige Musik. Perfekt zum Entspannen oder zum Einschlafen. Heute ist es ein bisschen peppiger, gefällt mir. Peppig. So. Errungenschaft freigeschaltet. Fensterprofi. Aha. Muss ich mal gucken, wie viele Fenster man dafür haben muss. Ach, wir kommen sogar da hinten ran. Nein, ich wollte nicht runterfallen. Ich wollte... Ja. Ich hätte springen sollen. Ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen. Vielleicht für die Deckenlampen. Ja, wir stolpern echt die Treppe hoch. Ey. Sieht nicht so gesund aus. Sehr schön. Ach, schaut mal, hier oben ist der Boden festgelegt. Hier oben müssen wir diesen Boden nehmen. Okay. Da ist nichts mit aussuchen. Aha. Ja, der ist schon sehr hell, ne? Obwohl die beiden Muster mir nicht so zusagen, ne? So gemischt. Diese Steinwand und das hier. Deswegen würde ich auch da unten was anderes nehmen. Nicht so ein Muster. Aber gut, was soll's. Wenn die das wollen, dann kriegen sie das. Oh, hier muss ein Bett hin. Und wir müssen mit Weiß wieder streichen. Wir haben noch den Eimer da unten. Deswegen haben wir auch den dicken Eimer genommen. Das habe ich natürlich vorher gewusst. Hä? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee. Aber wie sollen... Was? Wie? 30 Wände? Das ist bestimmt hier das ganze Ding, oder? Na gut, dann passt der Boden aber wieder, ne? Hm. Es ist mehr wie das ganze Ding, glaube ich. Also die ganze Wand. Oder? Vielleicht kommt es doch hin. Guck mal, wie schnell wir einfach sind. Yay, das hat geklappt. Schön weiß. Hier soll ja das Schlafzimmer hin, ne? Da stand ja, dass man da ein Bett hinmachen soll. Bist du eingeklemmt? Ich habe dich befreit. Yay! Gut. Ich denke mal nicht, dass wir hier Wände rausreißen sollen.
Bücherregal, ein dunkler Schrank, Schreibtisch und zwei Nachtschränkchen. Nee, das ist ein Büroschrank. Okay. Achso, das soll trotzdem ein Nachtschränkchen vielleicht sein. Wir holen mal das Bett in. Ja. In Knautschi. Wie sieht das denn aus? Wir holen es einfach in weiß. Ordentlich machen können wir es nicht, es sei denn, wir stellen es hin und dann steht dann trotzdem noch hier irgendwie Bett machen. Wir wollen ja unten viel schwarz haben, ne? Also wird das hier oben auch schwarz. Habt ihr bestimmt genauso gemacht, ne? Und jetzt können wir es auch echt nur hier hinstellen, ne? Weil das da ist ja nix. Das ist nix. Obwohl, es könnte schon gehen. Ich weiß nicht. Kommt der Raum noch weg? Hm. Wir lassen das dort. Also ich lasse das dort. So, wir holen hier weiß und schwarz. Hier gibt es kein Schwarz. Dann muss das so sein. Hab mich nicht verguckt. Das muss so. Ja, cool. Gefällt mir irgendwie. Also kann man auf jeden Fall so machen. So, was haben wir noch hier? Wir haben noch einen Schreibtisch, ne? Und so ein Bücherregal. Okay. Das muss erstmal an die Wand. Schwarzes Holz. Dunkler Kia-Art. Wird bestimmt so ausgesprochen. Ja, wir holen weiß. Okay. Oh, die Musik ist so super. Ganz mein Ding. So, hier wieder Holz. Arbeitsplatte. Ach, das ist das. Ne, das weiß. Beine weiß und das schwarz. Nee, doch. Nee, hier ist schon schwarz. Okay. Irgendwie so, ne? Das sieht toll aus. Schick. Ganz modern. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wir können es auch so machen. In den Raum. Ja. Ja, mal gucken. Ich glaube, da muss ja auch nichts drauf, außer die Lampe. Was haben wir hier noch? Eine Stehleuchte. Ja, wir könnten mal Farbe reinbringen, ne? Kirschbaumholz. Nee, das passt nicht. Wir brauchen anderes. Ulme. Oder Zeder. Das passt ein bisschen zur Wand, dachte ich. Okay, vielleicht auch nicht. Salepi. Ach ja, der Schrank hier auch noch. Ui. Das muss weiß, schwarz und... Genau. Ich glaube, so haben wir auch hier die Dinger. Nee, andersrum. Oh nein. Na komm schon. Aber hier gibt es kein Weiß. Es muss so rum. Naja, was soll's. Ich muss hier ein bisschen umräumen. Ich glaube, die Stehlampe kommt nachher hinter den Schreibtisch oder so.
So. Ein Stück rüber. Da haben die ihre Klamotten drin, ne? Ja, geht doch so. So, her mit dir. Du brauchst einen anderen Platz hier. Also die Farbkleckse mit diesem braunen Ton ist schon schön. Die Türen sehen natürlich jetzt ziemlich grottig aus. Ach nein, das ist für das Nachttisch. Das habe ich natürlich gewusst. Hallo. Nein, habe ich nicht. Aber egal. Da macht die natürlich viel mehr Sinn, ne? Ja, die machen wir noch an. Und dann noch den Stuhl dahin. Aber da steht nichts von Deckenlampen. Das heißt, die bleiben einfach. Material. Ach schade, wir können nur dunkel nehmen. Das hier in weiß. Und die Beine natürlich schwarz. Das ist ja blau. Upsi, Moment mal. Hier ist schwarz. Ja. Eins schief, bitte. Mhm. Ja. Cool. Hast du gerade eine Staubwolke hinterlassen? Das sah gerade echt so aus. Oh, müssen wir die Tür jetzt von außen machen? Ich glaube, ich hätte die gern von innen. Ja, ich will das wirklich. Oh, hier kommen andere Sachen hin. Gib mir mal die Tür daher. Oh, weißes Holz. Was haben wir denn unten genommen? Ach ja, stimmt. Fichte war's. Jetzt fällt's mir ein. Die möchte ich hier oben natürlich auch haben. Fichte. Ja, weil ich will da die Stangen nicht draußen haben. Oh Mann! Manu! Es geht einfach nicht. Ach Mann, schade. Ich hätte die gerne noch in die andere Richtung. Ja, jetzt muss ich natürlich beide nach außen. So sieht es ja auch schlecht aus, ne? Das soll ja alles stimmig sein. Na gut. Es fehlen nur noch Pflanzen. Habt ihr Pflanzen im Kopf? Nee. Aber wir... Oh, wir können echt das Bett machen. Aber wir werden bestimmt noch ein paar Pflanzen hinstellen, würde ich sagen. Oh, wie schön. Komm, wir machen mal einen Testschlaf. Gute Nacht. Frisch erholt. Ja, so funktioniert das Schlafen in dem Spiel. Das haben die, glaube ich, erst jetzt hier im 2023 reingepatcht. Das gab es vorher nicht. Also jetzt im Frühjahr. War das nicht mit dem Spring Update sogar? Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Okay, ich glaube, jetzt holen wir mal den Boden hier. Oben haben wir den hier, glaube ich. Der passt auf jeden Fall zu dem hier. Der auch. Ach komm, wir nehmen den jetzt. Ich habe da richtig Bock drauf. Der geht in die Richtung. Wir nehmen den trotzdem. Es beißt sich hier ein bisschen, aber ich will trotzdem. Wenn da Möbel drin stehen, sieht das irgendwie. Since you clearly know what you're doing, I'll just let you go on with the job. Was? Jetzt kann ich alleine weitermachen. Jetzt nimmt mir bloß nicht meinen Hund weg. Nee. Okay, wir benutzen mal. Was haben wir hier? Nochmal Inspiration und die Möbel, die wir aussuchen können. Oh. Okay, das ist dieselbe Inspirationstafel. Ein Hauch von Industrie.
Ein großes, gemütliches Sofa. Das hier ist auf jeden Fall sehr groß. Ecksofa. Das hier ist, glaube ich, ein bisschen klein. Da bräuchte ich mir zwei davon. Das hier ist auch nicht übel. Kann die Kissen ja wegmachen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben dunkelbraun, schwarz bitte. Die Beine können ruhig grau sein. Die kann man ruhig ein bisschen sehen. Mhm. Was haben wir hier? Oh, das ist ja cool. Definitiv in weiß. Creme. Oh, Creme. Das ist natürlich auch das, was die so auf der Liste haben. Oh, schaut mal. Aber vielleicht nicht gerade mit dem Muster. Löwenzahn. Ach so. Flecken. Rosen. Das passt doch nicht hier hin, Mann. Das könnte passen. Kann ich mir sehr gut vorstellen hier, Leute. Es ist vielleicht nicht ganz Industriestil. Aber es ist super gemütlich. Ich guck mal, was haben die noch? Habe ich natürlich verdrückt. Oh, okay, die sind auch nicht schlecht. Wirkt auf mich aber auch wieder so, als wenn es zu klein wäre. Weil in diesem Riesenzimmer passt entweder die sehr gut. Ja, wir nehmen die einfach von eben. Was haben wir hier? Oh, der ist auch sehr schick. Oh, oh, das ist wirklich sehr schick. Ich glaube, die passt besser wie die andere. Wenn mir die andere persönlich besser gefällt. Aber ich glaube, die passt in dieses Industrieding sehr gut rein. Aber wisst ihr was? Ich hole das, was mir persönlich besser gefällt. Ja, machen wir einfach. Und die weißen Details. Das sieht einfach so umwerfend aus. Ich finde es einfach gut. Okay, hier sind jetzt noch mehr aufgeploppt. Oh. Da muss ich ja den Sessel dazu holen. Hell. Kein Kissen. Man muss ja nicht übertreiben. Schwarz. Wie viel Sessel brauche ich? Wo sind sie? Ah, ich sehe es gerade nicht. Guck mal hier. Noch ein Sessel. Okay, da holen wir den natürlich nochmal. Ach, ich finde den toll. Richtig tolle Couch. Und jetzt der Tisch. Ich nehme an, so einer wäre jetzt gut, ne? Der hier. Das ist ja exakt der. Amerikanische Ulme, Zeder. Ist leider keine Fichte. Aber ich glaube, die Ulme ist schon so das Naheliegendste. Und schwarze Füße. Boah, ist der klein und flach. Die Couch passt ja gar nicht dazu. Oh nein. Ich muss hier wieder drauf. Haben wir hier? Eiche. Buche, hier ist die Fichte. Okay. Ja, der passt besser. Der ist nicht ganz so flach. Und jetzt die Deko dazu aussuchen. Ich hoffe halt echt nicht, dass wir dieses Gerüst noch brauchen und ich verkaufe das dann und dann müssen wir noch da oben an die Decke. Ein Herd mit Abzugshaube. Das muss alles noch hier runter.
Ach, schaut mal. Ist das nicht der, wo wir in dem Waggon haben? Ich glaube schon, ne? Dieser Gustum, genau. Dunkelbraun. Oh, rot, ne? Eine rote Küche machen. Griffe in weiß. Schwarzer Granit. Ich denke, das können wir ganz gut machen. Schwarzes Spülbecken und weißer Wasserhahn. Ja, doch, ich finde es gut. Jetzt muss ich nur irgendwie hier hin, weil ich denke mir irgendwie, die Küche ist hier hinten. So ein bisschen an die Wand. Ja, doch, die Küche ist mit Sicherheit da hinten. Hier ist ein Wohnzimmerkrams. Ich komme nicht durch. So. Mhm. Der kommt auch mal hier rüber schnell. Oh doch, ich bin froh mit den Möbeln, die wir jetzt geholt haben. So, ich stelle mal den Rest der Küche noch hin. So, den Hängeschrank noch hier hin. Bin noch nicht ganz fertig. Da fehlen noch ein paar Teile. Hier haben wir noch einen schmalen Schrank. Noch einen Hängeschrank. So, hier haben wir noch den. Ja, ich ordne die wahrscheinlich gleich ein bisschen anders an. Erstmal ist sie hinstellen. Na, guck mal. So, der kann dahin. Das ist eine Lücke, oder? Ja, natürlich. Eins Lücke. So. Oh ja, der Kühlschrank. Der muss auf jeden Fall schwarz. Griffe weiß. Und ist wirklich sehr schwarz. Also wenn man reinkommt, direkt am Kühlschrank klebt, ist auch irgendwie... nicht so ganz das Wahre. Hier, da ist er ein bisschen näher am, an der Couch. Oh, so ein Ofen wollt ihr. Schwarz. Ah, schade, dass hier es kein Rot gibt. Ja, auch weiß. Ja, doch, machen wir so. Das kann jetzt natürlich dorthin. Okay, was gibt's noch? Fernseher, Tisch und Stühle. Ja, stimmt, man braucht ja noch Tisch und Stühle. Oh, das ist ein großer Esstisch. Fichte. Und schwarz. Also ich bin auch echt froh, dass wir die Fichte noch hier haben. Dass es nicht ganz schwarz-weiß ist. Wo soll denn der Fernseher hin? Eigentlich wäre die Wand für einen Fernseher gut. Oder wir machen den schräg. Ja, ich wollte eine große Couch. Jetzt muss ich die hier irgendwie reinquetschen. Aber ich glaube kaum, dass jemand die Couch so hinstellt, dass man nicht nach draußen gucken kann. Das muss schon irgendwie so sein, ne? Eine Fußbank. Ach. Nee, Bank Fibus, nicht Fußbank. Fichte. Das ist eine Sitzbank. Für hier, oder? Ja doch, ich glaube schon. Passend zum Tisch. Und dann auf der anderen Seite die zwei Stühle. Schwarz? Ja, die Beine sind beim Tisch aber auch schwarz. Hätte ich die weiß machen müssen. Dann nehmen wir rot. Ja, passend zur Küche. Okay. Das ist der TV-Schrank.
muss der Fernseher drauf. Vielleicht irgendwie so. So. Da an die Ecke vielleicht. Ich verkaufe jetzt das Ding. Komme nicht. Ich kann es ja nochmal umstellen später. Wir gucken einfach mal. Oh, so rum. Ja, so steht er doch ganz gut. Also, dass die Küche dort ist, finde ich gut. Wir könnten die aber auch hier hin machen. Ein bisschen mehr an die Seite. Das hier ist so ein Teil. Okay, ich glaube, wir machen das so. Kommt das Stück noch darüber? Welche Farbe hat denn eure Küche, wenn ihr das Level schon gespielt habt? Oh, das ist ja das ganze Ding. Stimmt. Moment, Moment. Ja, ich denke, so geht das. Das muss aber hier rüber, das passt dort nicht hin. Okay. Und ist der Kühlschrank hier hin? Ja, ein bisschen besser ist es schon. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das hier mache. Wenn das hier unter der Treppe ist, könnte es natürlich was sein. Aber da haben wir hier ganz viel leeren Raum. Hier. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht. Wir haben hier noch Deko. Was haben wir denn hier? Oh. Wir haben jetzt nicht wirklich grün benutzt, ne? Ganz vergessen. Der gefällt mir. XL bitte in... Vielleicht rot. Oh, oder in dunkelgrün. Okay, weiß nicht. Wir holen den in rot. Das sieht voll toll aus. Gut, jetzt haben wir den. Okay. Wow. Okay. Okay, wie machen wir das hier mit der Couch? Gar nicht so einfach. Vielleicht muss auch das hier woanders hin. Ich mach den mal kurz rüber nur. So, eigentlich müsste das so, ne? Sage ich es einfach mal so. So, und das Ding. Das Sorgenkind. Es könnte vielleicht auch dort an den... Oh, man könnte es auch so machen. Dann käme der Fernseher aber tatsächlich woanders hin. Und zwar dort vielleicht. Der Esstisch kommt dann dorthin. Oh, das ist echt schwierig. Aber ich glaube, wir können das so machen. Ich probiere das mal jetzt noch. So. Ja. Und dann höre ich auch mal gleich auf für heute. Ich muss den mal hier rüberstellen. Mach mal Platz da. So, das.
Ja, vielleicht bleibt der Teppich natürlich nicht so. Gucken wir mal. Okay, und die muss jetzt irgendwie... dahin. Okay, ich mache das jetzt ganz da dran. Dachte ich zumindest. Noch ein Versuch. Wenn hier noch Pflanzen hinkämen, kann das sehr gut aussehen. Boah, das Zimmer hier macht mich fertig. Wow. Für den Teppich muss ich mal kurz aus den Augen kriegen. Stört mich gerade ein bisschen. So, rutsch mal rüber. Vielleicht kommt er ja auch unter den Esstisch. So, das passt ja wieder hinten und vorne nicht. Viel zu groß, ne? Okay. Ja, da muss sie mitten im Raum stehen. Okay, ist noch der eine Sessel, der eigentlich nicht dorthin passt, ne? Ich guck mal von oben. Okay, ich habe Platz verschwendet. Also hier passt auf jeden Fall noch irgendwas hin. Also das ist echt schwierig. Wir könnten wirklich den Fernseher hier gerade an die Wand stellen. Und dann wird das einmal gedreht. Ich glaube, das können wir mal probieren. Ich brauche ewig, oder? Also ich fühle mich gerade so, als würde ich ewig brauchen. So. Vielleicht ist dafür die Wand auch da, ne? Ich wollte halt irgendwie eine extra Wurst machen, glaube ich. Ja, jetzt müsste das aber dorthin. Dann wirkt das wieder so gequetscht. Das ist ja das, was ich eigentlich nicht wollte. Gut, wenn da hinten Pflanzen hinkommen. Oh je, wir brauchen riesige Palmen, um da hinten die Lücke zu füllen. Ja. Dann ist der Fernseher so weit weg. Der ist einfach zu klein. Die haben sich einen zu kleinen Fernseher angeschafft. Das ist doch nichts, ist das nicht? Aber es ist besser wie vorher. Ich komme nicht durch, ist nicht wahr. Na komm schon, lass mich durch. So. Ach, ich weiß nicht. Der Fernseher da. Das war das einzigste vom Deko-Zeug. Oh, da hätte ich vielleicht doch eine Pflanze nehmen sollen. Okay, Leute, das war ja jetzt was. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ja. Puzzle dir dein Loft. Irgendwie schon, ne? Gut, dann, ja. Hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Und ansonsten noch viel Spaß mit einem anderen Video oder beim selber zocken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!